Und bei mir im Studio begrüße ich Markus Hontrich, den Chefredakteur vom Anlegermagazin Der Aktionär. Die spannendsten Aktien und natürlich die spannendsten Indizes. Der DAX, er eilt von einem Allzeithoch zum nächsten. Wo soll das noch hinführen? Ja, hallo Herr Groß erstmal. Ja, Sie haben es gesagt, ein Hoch nach dem nächsten macht der DAX weg. Wie man hier sieht im Chart, wir haben einen soliden Aufwärtstrend im DAX. Die Aufwärtstrendlinie läuft aktuell bei etwa 7,6, etwas darüber. Also wir hätten theoretisch nach unten noch viel Platz, ohne dass irgendwie aus technischer Sicht groß hier Besorgniserregendes passieren würde. Nach oben hat der DAX in den letzten Wochen sämtliche Widerstände nach eigentlich mit Butter nach oben durchschnitten. Zuletzt auch das Allzeithoch bei 8.152 nach oben durchbrochen. Und wie man hier sieht, wir haben jetzt knapp 1.000 Punkte zugelegt im DAX oder ich glaube sogar etwas über 1.000 Punkte seit dem letzten Zwischentief. Und es ist natürlich immer aktuell eine Konsolidierung eigentlich angesagt. Und die müsste eigentlich zumindest bis zum alten Allzeithoch bei 8,150 etwa zurückgehen, beziehungsweise möglicherweise auch das letzte Ausbruchsniveau beim Jahreshoch bei 8,070. Also in diesem Bereich erwarte ich den DAX eigentlich in den nächsten Wochen durchaus mal, dass er da in diese Richtung konsolidiert. Also möglicherweise beim DAX ein kleines Durchschnaufen, aber wir haben es gehört, das alte Allzeithoch wäre das nächste Ziel, wäre überhaupt kein Problem. Und auch viel Luft ist noch nach unten bis sogar 7.600. Da verläuft derzeit die Aufwärtstrendlinie. Herr Hontrich, schauen wir uns mal einzelne Werte an aus dem DAX. BASF, was fällt hier auf bei dem Chart? Ja, BASF ist eigentlich eine mustergültige Entwicklung. Wir hatten zuletzt hier dieses große Dreieck hier nach oben aufgelöst. Der Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt, der langfristige. Diese rote Dreiecksbegrenzung haben wir vor jetzt zum Jahresende nach oben durchbrochen und damit ein prozyklisches Kaufsignal geliefert. Der Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau, den wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, ist eigentlich mustergültig für so eine Trendbewegung. Und wie man hier sieht, wir sind schon wieder nach oben gelaufen. Die nächste richtig markante Widerstandsmarke ist das Allzeithoch bei etwas über 76 Euro. Wenn man sich den Einjahreschart dann nochmal anschaut, hier sieht man nochmal eine Aufwärtsbewegung grundsätzlich und letztendlich hier in diesem Fall die untere Begrenzung eines inversen Dreiecks, also eines sogenannten expandierenden Dreiecks, das eigentlich schon nach oben aufgelöst wird und letzte Stufe dann für ein prozyklisches Kaufsignal wäre das, wie schon angesprochen, das Allzeithoch und dann wäre das für mich auch eine Aktie, die man sich nochmal ins Depot legen kann, beziehungsweise die Position, die man schon hat, in diesem Fall dann ausbauen kann. Möglicherweise steht also die BASF-Aktie vor dem nächsten prozyklischen Kaufsignal. Die Münchner Rück, da muss man sicherlich auch aus fundamentaler Sicht Richtung USA, Richtung Oklahoma schauen. Dieser vernichtende und verwüstende Tornado, das wird ja die Münchner Rück auch den ein oder anderen Euro kosten. Ja, mit Sicherheit, aber insgesamt war das Jahr bisher relativ katastrophenfrei. Das Oklahoma ist natürlich, aber ich glaube, das ist in der Kalkulation drin. Das Unglück ist da in diesem Fall größer als der finanzielle Schaden natürlich. Der Aktie hat es bisher noch nicht so viel geschadet. Wir haben noch einen soliden Aufwärtstrend. Also der Trendkanal hier ist absolut ungebrochen. Wir haben natürlich kurzfristig so die erste Anzeichen einer Top-Bildung. Wir haben noch einen untergeordneten Aufwärtstrend hier nochmal auch in grün eingezeichnet, der möglicherweise zur Disposition stehen könnte. Dazu müsste eigentlich die Nackenlinie, diese oben auch grün, dieser möglichen Top-Formation gebrochen werden. Wir sehen es dann im Jahreschart nochmal genauer. Also dieses Gebilde über die letzten 3 Monate sieht schon sehr nach einem kurzfristigen Top aus. Und diese Nackenlinie bei aktuell 148 Euro müsste es sein. Sollte die nach unten gebrochen werden, kann ich mir schon vorstellen, dass wir Richtung 140 vielleicht nochmal korrigieren werden. Im Extremfall noch etwas tiefer, aber ich denke, das wären eher Einstiegssignale dann bei der Münchner Rück. Also bei der Münchner Rück durchaus etwas genauer hinschauen und den Finger etwas enger am Abzug halten. Wir schauen jetzt mal in die zweite Börsenreihe. Wir gucken in Nürnberg vorbei bei den Leonischen Waren. Leoni, Automobilzulieferer, gerade das Thema Kabel und Draht ganz interessant. Ist der Chart auch interessant? Ja, das kann man sagen. Der ist ähnlich wie die BASF vor ein paar Monaten. Hier sehen wir aktuell ein kleines Dreieck. Also die untere Markierung habe ich nicht eingezeichnet, aber diese rote Abwärtstrendlinie ist schon bereits nach oben durchbrochen. Also ich gehe davon aus, dass wir in Kürze hier das neue
hoch angreifen werden bei etwas über 40 Euro, 42 Euro müsste das letzte Hoch gewesen sein. Und wie gesagt, die nächsten Widerstände sind eigentlich eher ja, Pflicht als Kür. Also ich denke, dass wir die 42 Euro in den nächsten Wochen sehen werden. Und ja, auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie für mich ein Kauf mit dem Stopp etwas unterhalb, 5 bis 10% drunter. Ich glaube, da kann man jetzt nicht besonders viel falsch machen, zumal die Autoindustrie in Europa ja wieder angelaufen ist und insgesamt der Sektor momentan eher gefragt ist an der Börse. Man kann relativ wenig falsch machen bei Leoni. Die nächsten Kursziele 42 Euro, fast schon eine Pflichtentscheidung. Wir bleiben in der zweiten Börsenreihe. Extron sollten wir uns mal angucken, Spezialmaschinenbauer. Gerade das Thema LEDs, die werden auf diesen Maschinen hergestellt. Kommt das wieder in Fahrt? Ja, es sieht so aus. Also wir haben zumindest Tendenzen, dass wir hier eine erfolgreiche Bodenbildung sehen. Wir haben hier die Unterstützung mehrmals getestet und bestätigt hier im Bereich von, ich glaube, 9 Euro müsste es sein. Und die letzten Tage hat sich die Aktie äußerst stark präsentiert. Es sieht schon so aus, dass wir da möglicherweise nach oben durchlaufen. Wenn Sie in den Baumarkt gehen, sehen Sie ja des Öfteren jetzt mittlerweile große Stände mit LED-Leuchten. Ich glaube, das hilft dann Extron doch schon gut auf dem Weg. Wir haben natürlich nach oben noch einige Widerstände zu knacken. Der nächste ist noch nicht, also der jetzt eingezeichnet ist, hier noch nicht nachhaltig durchbrochen, aber ich denke schon, dass wir möglicherweise demnächst diese 14-Euro-Marke, die hier am oberen Ende jetzt eingezeichnet ist, antesten werden. Und sollte es dann natürlich über diese Marke rausgehen, muss man davon ausgehen, dass diese Bodenbildung, die sich jetzt immerhin über ja, 1,5 Jahre erstreckt, abgeschlossen ist und wir dann ja, Richtung 19 Euro hier laufen, da wo der nächste aus 2011 datierende Widerstand oder 2010 datierende Widerstand wartet. Markus Hontrich vom Anlegermagazin Der Aktionär. Vielen Dank für Ihre Erläuterung. Und meine Damen und Herren, das war der Chartcheck für diese Woche. Ich wünsche Ihnen viele gute und vor allen Dingen richtige Handelsentscheidungen. Bis nächste Woche.